Windelwut um Cheyenne Ochsenknecht. Warum regt sich Cheyenne Ochsenknecht 21 über Besserwisser-Frauen auf? Na, ist doch logisch, weil sie die Frau ist, die's besser weiß. In ihrer Social-Media-Brandrede geht's um brisante Windeln, wackelige Sonnenschirme und aufgebrachte Helikoptermenschen. Verwirrt? Keine Sorge, hier folgt eine minutiöse Chronik der Ereignisse. Ärger bei Natascha Ochsenknecht-Tochter auf Social Media. An sich hatte Cheyenne einen schönen Nachmittag, wie sie ganz harmlos in ihre Chroniken der Windelwut-Episode einsteigt. Aber die gute Laune war schnell verflogen, als das Model seine Insta-Nachrichten anschaut. Was den Social Media-Star zur Frage führt, was die Besserwissermütter, die ihr getextet haben, ihr erzählen wollen. Offenbar hat Cheyenne diverse Nachrichten von besorgten Frauen bekommen. Stein des Anstoßes, kein Stein, sondern eine Windel. Sogar mehrere davon, welche Cheyenne über ihren Kinderwagen hängte. Damit löste die Mutter der kleinen Maeve augenscheinlich eine Nachrichtenflut aus. Sie sieht sich in Erklärungsnot, findet's aber Kindergarten, dass sie sich überhaupt erklären muss. Cheyenne findet es eine Frechheit, was ihr geschrieben wurde. Die Sorge der Meilerinnen, das Baby könne wegen der Windeln überm Kinderwagen so nicht mehr richtig Luft kriegen, lassen die Natascha Ochsenknecht-Tochter atemlos zurück. Sie stellt klar, hinten kann ich Ding hochklappen. Dank des Dings ist ausreichende Luftzufuhr Richtung Baby gewährt. Überhaupt erklärt sie, dass die globale Erwärmung noch etwas länger braucht, als manche ihrer Mailschreiberinnen anzunehmen scheinen. Es ist nicht so, dass es 58 Grad draußen hat und das Kind erstickt, weiß sie zu berichten. Überhaupt scheut sie fürs Kindswohl keine Kosten und Mühen, hat sogar einen Sonnenschirm angeschafft, um die empfindliche Babyhaut zu schützen. Problem nur, die besorgten Mutter sahen sie ohne Sonnenschirm. Im Wald war es so wackelig, dass er mir abgefallen ist, schildert sie die Unebenheiten im durchschnittsdeutschen Forst. Nachrichten, in denen ihr vorgeworfen wurde, das Kind würde wegen der Windelaufhängung ersticken, empfindet Cheyenne als Frechheit. Und diese Frechheit beantwortet sie dementsprechend nach dem Motto wie du mir, so ich dir ebenfalls frech. Stellt euch vor, sie lebt noch, postet sie am Ende des Videos in Bezug auf ihre Tochter. Ob sie damit die Windelwogen geglättet hat?